Servus, ich bin Raibun, das ist War Thunder und ihr seht die nächste Folge, ihr schickt es, ich kommentiere es. Das ist das War Thunder Format, in dem ihr mir eure Replays zukommen lasst und die ich dann entsprechend kommentiere. Wir sind in der nächsten Folge. Dieses Mal geht es um ein Replay von Best Terminator, der in seinem Streetswagen 81, also seinem Streitwagen 81 und der Spitfire Mark 24 unterwegs gewesen ist. Und wir gucken, bevor wir ins Match reingehen, kurz auf die Stats. Denn, das muss man einfach mal ganz brutal so sagen, schaut es euch bitte an. Schaut es euch bitte an. Da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen, oder? 13 Panzerabschüsse, eine Maschine abgeschossen, zweimal gestorben, 5200 Punkte rund und der Rest von seinem Team hat mal so ungefähr gar nichts gerissen gekriegt, außer vielleicht mal zwei Abschüsse zu machen und zu sterben. Ja. Im gegnerischen Team sieht es fast gleich aus. Da hat der Beste aus dem Gegnerteam 11 Abschüsse, ist einmal gestorben. Hat aber fast nur halb so viele Punkte. Hat er aber hier so gesehen das wesentlich bessere Team als Best Terminator. So könnte man es fast schon sagen. Best Terminator ist hier seinem Nicknamen durchaus gerecht geworden. Wir gehen gleich mal in das Replay rein und schauen es uns mal an. Ich bin sehr gespannt. Dürfte sehr unterhaltsam werden. Denn wie immer gilt, ich habe das Replay vorher auch nicht gesehen. Sondern gehe genauso blind rein in das Replay wie ihr. Also, bis gleich. Ich freue mich. So, und da sind wir im Replay drin. Hier sehen wir Best Terminator in seinem Streetswagen 81 der schwedischen Version des Centurion Mark III. Und ihr seht es ja auch schon, er hat es entsprechend auch hier kenntlich gemacht. Schwedisch-Deutsch. Deutsch-Schwedisch. Die drei Raketen hier an der Seite, die ich persönlich so überflüssig finde wie nur was, aber völlig egal, das ist meine persönliche Meinung dazu. Ich finde, es sieht auch einfach scheiße aus an diesem Panzer. Aber der Panzer an sich, Battle Rating 6,7, soll auch, habe ich mir zumindest sagen lassen, ganz gut sein. Und ich selber habe ihn nicht, ich selber habe auch noch nicht den, den Centurion Mark III. Wow. Okay, so kann man es mal machen. Abschuss Nummer 1. Schade, den Ostwind hat er nicht mehr mitnehmen können. Der war nicht schlecht. Was hat er für eine Munition? APDS, also panzerbrechendes, unterkalibriges Hartkerngeschoss mit Treibkäfig. 4 Kilogramm schwer. 1430 Meter pro Sekunde macht das Ding. Also, das ist tatsächlich dann auch schon entsprechend eine schöne Geschwindigkeit. So. Da geht die nächste der drei Raketen raus. Ja, hat dem Tiger das Getriebe zerfetzt, die Kette gezogen. Und da kann er nicht viel machen, der Tiger. Jetzt hat er gesehen, dass er ihn wahrscheinlich im Visier hat. Da brennt der Tiger, aber kann nichts machen. Letzte Rakete. Das dürfte ja nochmal durch den ganzen Panzer gegangen sein und er brennt nochmal. Damit sind wir schon bei Abschuss Nummer 2. Die Raketen hat er jetzt schon verfeuert. Aber überhaupt nicht schlimm, das hat ihm ja sehr geholfen. Die Kanone macht auch einen verdammt guten Eindruck. Leider kann ich nicht sehen, oder leider können wir hier nicht sehen, wie wie sein Crew geskillt ist. Oh. Da muss ich mal kurz anhalten, auch wenn das nur ein kleiner Punkt ist, den ich hier kurz ansprechen möchte.
Ihr seht das hier, der Best Terminator ist jetzt hier über diesen kleinen Hügel drüber gefahren und ja, hat damit quasi hier oben am Scheitelpunkt des Hügels seine komplette Wanne preisgegeben. Und da gebe ich euch den Tipp zum Thema Panzerfahren. Hier in diesem Fall ist jetzt nichts passiert, aber was hier tatsächlich passieren kann, und da zum Thema Panzerfahren, jetzt sind hier die Gegner auch relativ weit weg, nur trotzdem gehen wir jetzt mal davon aus, dass Gegner wären jetzt hier irgendwie näher dran gewesen, über diesen kleinen Hügel so rüber zu fahren, ist ein bisschen panzerfahrtechnisch, ich sag's jetzt einfach mal grenzwertig, ich meine das jetzt auch gar nicht böse, so, nur ich hätte es anders gemacht, ich wäre quasi um den Hügel rüber gefahren, einfach nur um noch ein bisschen die Deckung zu nutzen. Das einfach nur als kleine Anmerkung, das ist jetzt nichts eklatant Schlimmes, aber zum Thema Panzerfahren natürlich immer so fahren, wie das Wasser fließt. Ich fahre natürlich auch nicht um jedes kleines Scheißhügelchen rum, aber in diesem Fall hier hat er natürlich hier noch schön Deckung gehabt und ja, hätte sich da gar nicht so offen zeigen müssen, denn für den Fall, dass hier irgendwie ein Gegner gewesen ist oder der Panther hier oben, wenn der ihn gesehen hätte, hier unten, das wäre natürlich ein lockeres, leichtes Ziel gewesen. Aber hier hat er Glück gehabt, trotzdem nur die kleine Anmerkung, am besten so fahren, wie das Wasser fließt. Den Begriff habe ich mir nicht ausgedacht, der kommt aus der Panzerfahrerei, deswegen wundert euch nicht, ich erzähle euch hier keinen Scheiß. Es ist halt eben einfach nur so eine kleine Regel, die man ja doch teilweise beachten kann. Mir hat es teilweise in Spielen schon sehr den Arsch gerettet. Und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht mit Best Terminator. Zwei Abschüsse haben wir schon, 11 haben wir noch vor uns. Da hat ihm der Panther da vorne eine draufgegeben, aber den sieht er gut. Mir fällt gerade auf, er zielt recht niedrig, muss ich sagen. Ja, da macht das richtig, da macht das richtig. Zurückziehen. Und die Wanne verstecken. Natürlich hat er hier noch den schönen Nebeneffekt, dass er ein super Schussfeld auf dem Panzer hat, auch wenn er ihn jetzt nicht geknackt hat. Oh, doch. Doch, jetzt hat er den Abschuss doch tatsächlich dann noch gut geschrieben bekommen. Sah gerade so aus, als wenn das einer aus seinem Team gemacht hätte. So, der nächste Panzer. Sieht er den von hier aus? Nein, er sieht ihn nicht, zumindest noch nicht. Er sieht aber nur, dass da drüben was markiert ist, aber da sieht er den Panzer. Oh! Der hat ihm schön die Kette rausgedreht. Da liegt sie. So, wo ist der Gegner jetzt? Denkt er sich, da kommt er. Klack. Jupp, Richtschütze und Kommandant rausgenommen. Das heißt, der Panther hat jetzt erstmal... Ja, das Getriebe ist auch hinüber. Das ist halt tatsächlich... ganz gut. Normalerweise würde man hier wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen abprallen, aber mit der Munition funktioniert das ganz gut. Der Panther wartet jetzt wahrscheinlich natürlich, bis sein Richtschütze wieder da ist, aber das wird nicht passieren. Richtschütze auch raus. Schön. Schön zwischen Turm und Wanne. Abschuss Nummer 4. Da kommt der nächste Panther. Ja, er macht es immer richtig. Immer erst den Richtschützen rausnehmen, um dann die Chance zu haben, einen zweiten Schuss noch anzubringen. Dann aufs Getriebe. Ja, merkt euch das. Das ist sehr, sehr gut, weil er wie Best Terminator hier fährt und schießt. Und dann nochmal in die andere Turmseite. Abschuss Nummer 5. Ja, das macht er hier sehr, sehr gut. Er weiß genau, wo er hinschießen muss, um die feindlichen Panzer entsprechend nacheinander wegzuknacken, beziehungsweise ihnen so die Module rauszuschießen, dass er entsprechend da genug Zeit hat, einen zweiten Schuss anzubringen. So. Der Jagdpanzer 4, der da steht, der hat ihn
gesehen, aber jetzt hat er nicht gesehen, dass sich der Jagdpanzer 4 noch gedreht hat. Der Getriebe MG-Schütze weg, aber der Jagdpanzer 4 konzentriert sich gerade auf wen anders, so wie es ausschaut. Boom, weg das Teil. Abschuss Nummer 6. Schön, aus diesem Winkel raus hätte man normalerweise viele, viele Abpraller. Aber nicht hier. Okay, warum er jetzt da nicht kaputt gegangen ist, erschließt sich mir auch nicht. Aber gut, dann gibt es halt noch einen drauf. Direkt ins Bodenlager. Boom. Abschuss Nummer 7. Der nächste Panther. Ja, da wendet er sich jetzt ab. Abschuss Nummer 8. Also ich glaube, Best Terminator empfiehlt mit seinem Spielstil und so wie der Panzer gerade performt, empfiehlt er, glaube ich, den Panzer gerade für viele, die ihn noch nicht haben. Ich bin jetzt tatsächlich am Überlegen, ob ich den nicht auch mal mir zulegen soll. Schön von hinten dem Tiger in den Turm. Der wird sich auch gewundert haben. Hä, wo kam der Schuss her? Wahnsinn. Wahnsinn. Jawohl, schön durch den Motor, durch den Treibstofftank. Der ist explodiert. Abschuss Nummer 9. Der macht das hier tatsächlich komplett alleine. Also, wenn wir uns mal kurz die Stats aus dem Scoreboard angucken. Da ist der Großteil seines Teams schon weg. Sie sind noch zu viert. Und hier hat der Beste danach in ihm, in seinem Team, zwei Abschüsse. Also, okay, jetzt hat das gekriegt. Ja, okay. Jetzt hat das vom Tiger von der Seite gekriegt. Das ist für den Tiger natürlich ein leichtes Ziel. Aber den hat er nicht gesehen. Nicht schlimm, bisher super performt. Jetzt ist er hier drin. In seiner Spitfire Mark 24. Bewaffnet mit 8 Raketen. Und die Maschine ist natürlich auch ein absolutes Biest. Machen wir uns nichts vor, mit der Spitfire würde ich nicht in den Turnfight gehen wollen. Ich bin zwar kein Flieger und mich nerven die Flieger im RB auch. Also ich glaube, ich habe das schon oft genug, schon mal oft genug gesagt. Bumm! Schöner Schuss! Schön geflogen, schön geflogen. Muss man ihm lassen, also jeder, der natürlich fliegen kann, ich bin so überhaupt gar kein Flieger. Und wenn ich jetzt von der Spitfire herausgenommen worden wäre, hätte es mich auch übelst genervt. Ehrlich gesagt, also das sind so Sachen. Ja, guckt euch das an, die performt halt wunderbar, die Spitfire im Turn. Vor allen Dingen hier im Looping. So, nächster Anflug auf den Tiger. Ja, schade. Den hat er nicht mitnehmen können. So, der Flakpanzer ist natürlich ein leichtes Ziel in dem Fall. Einfach mal im Ziel durchgestreut, weggeknallt. Abschuss Nummer 11. So, was kommt da hinten? Eine Focke Wulf 190. So, ich gehe mal davon aus, er wird jetzt... Ja, landet er.
Was macht er? Was macht er? Nee. Er geht in den Fight mit der Focke Wolf. Uiuiui, da brennt er. Aber er hat sie tatsächlich... nicht schlecht. Nicht schlecht. Er hat sie tatsächlich in dem Turn noch mit mitgenommen. Ja, und hier ist er jetzt natürlich kaputt. 11 Panzerabschüsse. Einen Flieger runtergeholt und bis jetzt zweimal gestorben. So, er darf nochmal rein. Man muss aber auch dazu sagen, in diesem Fall hat Best Terminator hier auch keinen wirklich ernstzunehmenden Gegner. Die Focke Wulf 190, die war jetzt tatsächlich mal so einer, der ihm da eine Salve reingedrückt hat. Und ansonsten hat er aber hier keine Gegner, die ihm irgendwie auf irgendeine Art und Weise gefährlich werden. Es gibt keine gegnerischen Flakpanzer, die das Feuer auf ihn eröffnen. Er kann hier in Ruhe seine Anflüge machen. Schön von oben. Kurzer Turn. Auf den 4H natürlich. Das ist in dem Fall hier das einfachste Ziel. Hat aber nicht richtig getroffen. Gleich nochmal rein. Ja. Er trifft ihn zwar, aber zerstört ihn nicht. So, und jetzt wird es tatsächlich ein bisschen eng. Jawohl, Abschuss Nummer 12. Schön. Also Raketen und Fliegen, das kann er. Gut, Panzer fahren kann er auch, also... Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Die letzten knapp 20 Sekunden. Und nochmal drauf. Wunderbar, wunderbar. Die Runde ist zwar jetzt verloren, deswegen können wir das Replay hier an dieser Stelle mal dann auch schon anhalten. Die Runde ist zwar verloren, aber ihr habt gesehen, wie der Stridswagen 81 performt. Und ja, wie auch natürlich hier die Spitfire Mark 24 performt. Wunderbare Runde, Best Terminator, super gemacht. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch wie er sich hier entsprechend bewegt hat und wie er hier natürlich dann entsprechend gefahren ist mit dem Stridswagen und wie er den Gegnern auch ja, die wirklich wichtigen Module dann entsprechend rausgenommen hat. Richtschütze, Getriebe, um sie dann entsprechend zu finishen. Also... nicht schlecht. Ich werde mir den Stridswagen auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Vielleicht ist er ja auch was für mich. Vielen herzlichen Dank für dieses unterhaltsame Replay von dir, Best Terminator. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, klar, seid ihr auf meinem Kanal natürlich herzlichst willkommen. Freue ich mich drüber über ein Abo. Und wenn auch ihr mir ein Replay zukommen lassen wollt, dann schaut mal unten in die Videobeschreibung. Da bekommt ihr alle entsprechenden Infos, wie ihr mir die Replays zukommen lassen könnt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten War Thunder Video wieder. Bis dahin, ich freue mich drauf. Euer Raibone.